Herzlich willkommen zurück zur nächsten Runde von Gothic Online Untold Chapters. Zum Barrieren-Event würde ich es jetzt mal nennen. Schaut euch die letzte Folge auf jeden Fall an, wenn ihr nicht wisst, was los ist. Es wurden vermummte, bewaffnete Gestalten vor der Stadt gesehen und jetzt sind wir alarmiert. Genauso wie mehrere Beben von der Barriere aus. Hier stimmt etwas ganz gewaltig nicht. So viel kann man schon mal sagen. Ach, das ist Mika hier. Okay, ganz schön verändert. Wo sind sie hin? Die Gestalten. Sie sind Richtung Leuchtturm. Enzio und Xerxes bewachen das Südtor, Hauptmann. Habe ich schon wieder Xerxes gesagt? Xerxes, meine ich natürlich. Ich spreche es immer falsch aus. Die sollen auch hier antanzen. Wir knüpfen uns die Bastarde vor. Wir wissen zumal nicht, ob sie nicht auch dort sein könnten. Um Innos Willen, ich will nur nach Hause. Ich halte mich mal an euch, Herr Bartok. Roga! Wir haben uns bis niemanden zu Gesicht bekommen, Hauptmann. Dietmar kommt in die Versammlung an Tor. Fenrich Edwards, Eilschritt zum Südtor, hol den Jungen her. Hauptmann Okin Eichbart, Braunkutten! Laios schaut besorgt nach vorne zu den Wachen. Bartok, halte dich nicht an mich, sondern an das, was die Miliz sagt. Roga schaut neugierig zu der Meute von Stadtwachen und Paladin. Oder so. Dale sagt, oder so. Ja, jetzt wird's ein bisschen wild, weil jetzt hier jeder was emotet. Seraphine umfasst ihr Innos-Symbol und murmelt etwas zu sich selbst. Fenrich Edwards konnte Mika nicht sagen. Bartok, ich bin selber ratlos, was hier los ist. Und Agota, wir brauchen 2 oder 3 Speer. Wir müssen die Gegend durchsuchen. Ach du Scheiße. Fenrich Edwards. Melde mich freiwillig mit Finn. Finn, ich begleite dich. Ritter Alexandria spät Richtung Kloster, was er von Jörs auf jeden Fall sieht. Fenrich tritt Finn in den Arsch bei der Fassung und dann habt ihr eure 3 Mann. Dietmar mustert die Meute, ob irgendwem ein Goldbeutel locker sitzt. Oh, Junge. Santiago blickt zum Baron Lugin, Hauptmann Okin von Eichenbad. Finn mit Edwards und Malek. Hoch da und berichtet, was ihr seht. Jawohl. Oh Gott, das geht schnell. Ich habe ein ungutes Gefühl irgendwie, sagt Seraphin. Fenrich Edwards, jawohl, dein Kommando, Malik. Roga sagt leise. Wer ist das? Ich habe ihn noch nie gesehen, gefreiter Finn. Jawohl, Hoffmann. Ritter, Alexandre, Kettner, Innos, steh uns bei. Fenrich Edwards, Leuchtturm? Langsam voran, Jungs. Finn, du gehst leicht vor uns. Falls du was siehst, sag Bescheid. Lord Agota, gib das Visier runter. Wer ist er denn hier, alter Leutnant Teurig? Diese dicke Axt, Junge, das ist ja übel heftig. Mie greift seinen Schwertgriff. Lurin greift seinen Schwertgriff. Platz da, was gibt's hier zu gaffen? Gefreiter Xerxes. Laios macht den Wachen Platz. Freier Faust von Goldschiff, Baron Lielon. Solange es nicht nötig ist, sollten wir eher bei den Bürgern bleiben, um auch diese zu beschützen. Ihr nickt zustimmend zu. Dietmar schaut der heißen Frau mit dem Akzent. Bleib bei mir, ich pass auf dich auf, Alter. Junge. Ach du Scheiße. Oh boy. Lord Agota, alles hat einen Zusammenhang, die Beben, die Kuttenträger. Vermutlich sind sie nun vermehrt unterwegs. Wir müssen sehr vorsichtig sein. Dagor schmunzelt, als er Dietmars Anmerkung hört. Oh shit. Dietmar ist so ein... Von Family Guy, wie hieß der nochmal? Giggity. Wie hieß der nochmal? Von Family Guy. Der immer eine Giggity sagt. Scheiße, es liegt mir auf der Zunge, das kann doch nicht sein, dass mir das jetzt nicht einfällt. Quackmeyer, genau.
Wer war das? Ja, Seraphin ignoriert Dietmar und murmelt nur etwas vor sich hin, während sie ihr das Symbol in Händen hält. Was für ein Korb. Was ein Korb. Da passiert jetzt was. Cliff schaut mit einem echt jetzt Gesichtsausdruck zu Dietmar. Dietmar. Das ist auch so ein richtig geiler, unfantasievoller Name. Unfantasievoll? Gibt es das Wort überhaupt? Ich glaube nicht. Fantasielos, wenn dann schon. Sollte nicht eine Person das Kloster verständigen? Tja, das ist eine gute Frage. Melde mich freiwillig. Alicia. Ritter Alexandril musste die Meute hinter sich und blickt ihnen entschlossen entgegen. Was auch immer dort lauert, wir standen alles durch und werden auch diesmal nicht wanken. Lord Agotha, Sie können Richtung Sonnenkreis unterwegs sein, da dieser sehr viel magische Kraft besitzt. Es sollte am Leuchtturm und im Wald niemand sein, müssen wir dorthin. Da will ich eigentlich gerne mit hin. Haus kann ja gerne hier bleiben bei den Bürgern und Bürgerinnen. Aber ich muss dabei sein. Ich muss das ja aufnehmen. Ritter Alexandril mustert Alicia. Ihr werdet nicht allein gehen in dieser Lage. Freier Frost von Goldstein, Alicia. Ich kann nicht garantieren, dass es sicher ist. Wenn du der Meinung bist, dass du es schaffst, halte ich dich nicht auf. Aber Alexandril hat recht. Bartok, ich würde sie begleiten. Freier Frost von Goldstein, Bartok und Alicia, das klingt in Ordnung. Wer auch immer Bartok und Alicia sind, kenne ich nicht. Kenne ich nicht. Seraphim murmelt, der Herr schütze uns. Deine Streitjahre sind wieder. Achso, französischer Akzent wahrscheinlich. Kann ich auch mitkommen? Freier Frost von Goldstein. Und trotzdem melden sie sich freiwillig, gen Alexandril. Dale gibt ebenso die Hand. Ich laufe schnell, ich würde ebenso begleiten. Jetzt kennt die ganze Stadt halt. Alicia. Oh. Bin ich an meine Kabel gekommen. Das hier ist diese Alicia anscheinend. Dann gehe ich mit euch, mit Verlaub. Ich bin flink und stark. Laios beobachtet still mit angestammtem Gesicht die Lage. Hauptmann Okin von Eichmarz zieht lautstark etwas Rotze die Nase hoch und knackt dann mit den Fingerknöcheln. Oh Mann. Und Agotha, das Herz eines Freiwilligen schlägt stark. Sie werden es schaffen. Bartok ist ein guter Schütze und Speer. Freier Faust von Goldschild, Bartok, Alicia, ihr beiden solltet das packen. Ich komme mit. Ich komme mit? Wir sind so schnell, wie es geht, wieder zurück. Bartok, gut. Weißt du, gerade noch vor 2 Minuten hat Faust zu mir gesagt, wir sollten in der Stadt bei den Bürgerinnen und Bürgern bleiben. Alles klar. Gut, dann hat sich die Sache mit den, wir bleiben in der Stadt bei den Bürgerinnen und Bürgern, wohl erledigt, nehme ich mal an. Ich glaube, das wird hier nicht mehr notwendig sein, schätze ich mal. Wie schaut ab und an den Himmel? So als ob er auf Regen warten würde. Lugin schaut ab und an den Himmel, so als ob er auf Regen warten würde. Jemand muss doch diese Bande wandern gesehen haben. Naja, dann wohl eben nicht. Dale bleibt hier. Seraphin murmelt weiter. Wir brauchen uns nicht zu fürchten. Der Herr schützt uns. Ich kann mir das richtig vorstellen. Wie die da in so einem... Der Gesundheit zu Seraphin. Dietmar würfelt eine 4 von 6. Oh nein, Dietmar, was musst du jetzt schreiben, was jetzt unbedingt so wichtig ist? Hauptmann Okin Eichmann schaut unruhig hinauf zum Leuchtturm. Wo bleiben die? Ah. Die Männer sind zurück. Hoffen wir mal, dass sie nicht direkt zum Sonnenkreis weitergezogen sind. Nevermind, da sind sie schon wieder. Das wäre auch ein bisschen komisch. Gefreiter Finn atmet kurz durch. Ritter Alexandril blickt gen Agotha. Dann aber kommen die Soldaten. Wie einfach jeder hier so eine übertriebene OP-Waffe mit sich führt. Das ist einfach so krass.
Sorion nickt. Was kommt jetzt von Dietmar? Ich will wissen, was von Dietmar jetzt kommt. Dietmar murrt und muss bei dem Akzent Seraphin immer wieder angaffen. Er murmelt vor sich hin. Recht unverständlich, okay. Fenrich Malik. Oder Malik. Nichts Auffälliges gefunden, Hauptmann. Oben bei den Goblins ist nichts und unten in der Höhle ist auch nichts auffällig. Nicht kurz. Der Leuchtturm war auch leer. Cliff ist angespannt und umklammert sein Aquamarin und murmelt, ah, dann noch sei mit uns. Hauptmann Okin von Eichenbart. Dann sind sie weiter, sagt Lord Agutha. Fenrich Edwards. Was ist mit der Höhle da vorne? Hauptmann Okin von Eichenbart. Und wenn sie weiter Richtung Sonnenkreis gezogen sind? Wir müssen sofort los, Lord Agutha. Aber wir dürfen nicht alle Wachen mitnehmen, theoretisch. Immer wieder erschütternd beben die Insel. Blitze, welche von der Pyramiden auf Korinnes und im Minental ausgehen, schießen in die Barriere, welche immer wieder ein lautes Grollen von sich gibt und hell aufleuchtet. Sorion wackelt auf den Beinen. Seraphin scheint niemand anderen zu beachten und umklammert nur ihr Innos-Symbol und murmelt dabei. Wir laufen zum Sonnenkreis. Es muss beschützt werden, koste es, was es wolle. Ist doch sicherlich was los, sagt Droga. Heinrich Melek sagt, jawohl, Ritter Alexandril. Sieht ein Aufleuchten am Himmel. Bei Innos, was zum... Seraphin schwankt etwas und schaut auf. Mon Dieu! Der Hauptmann spricht laut, Soldaten ausrücken zum Sonnenkreis! Aber sollte nicht eine Wache hier irgendwie zurückbleiben? Okay, ich sag da jetzt mal nichts zu. Die Dorfbewohner, die Stadtbewohner können sich schon irgendwie selbst verteidigen. Na gut, okay, die Wachen sind ja noch da. Ja, die Wachen am Tor sind ja noch da. Muss man dazu sagen. Die Stadtbewohner werden jetzt einfach sich selbst überlassen. Weißt du so, und von Richtung Kloster, also von der anderen Straße, kommt jetzt so irgendwie ein Angriff des Großbauernhofs. In die Stadt reingerannt, 20 schwer bewaffnete Männer, irgendwie. Fenrich Edwards, Droga, bleib bei unserem Gast, dem Baron, beschütze ihn. Lord Agutha, Innos, bewahre. Sie könnten die Macht des Sonnenkreises für einen finalen Schlag gegen die Barriere nutzen. Wenn sie wissen wie. Droga, jawohl. Gefreiter Serktes murmelt nervös. Man muss sowas auf Sonnenuntergang... Warum muss sowas auf Sonnenuntergang passieren? Das stimmt. Aber zum Glück habe ich den Renderer an, das heißt, ihr seht genug im Video. Das wollte ich nicht, ich wollte jetzt nicht stehen bleiben. Mi wirkt fokussiert. Wie viele Männer sind wir jetzt? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nee, es müssten noch mehr sein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mit mir. 10, 11, 12. Tatsächlich nur 12. Komisch. Kam mir irgendwie mehr vor. Bin ich bescheuert? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Da hinten noch einer. Der Alexandril. Tatsächlich nur 12. Okay, komisch. So. Hauptmann, okay, vielleicht mal. Behalte die Wälder im Auge. Fenrich Malek. Jawohl, Hauptmann. Bitte, Alexandril war immer an Agothas Seite. Der Sonnenkreis. Wie kommt man von hier aus am schnellsten zum Sonnenkreis? Die Kultisten sind klug. Es könnte auch ein Hinterhalt werden. Achtet auf alles. Lord Luwin hat seine rechte Hand stets am Schwertgriff. Oh. Oh shit, Digga. Was ist denn hier los? Slash. Kampf. Stil. Kämpfer. Lämpfer. KM-Fair. Hä?
Ey, das gibt's doch gar nicht. Wieso bin ich jetzt kein... Warte mal, aber ich bin doch... Kämpfer Einhand. Ich muss mal kurz slash... Fix me machen. Ist ja irgendwie komisch. Ah, jetzt. Okay. Das war jetzt irgendwie verwirrend, dass ich da wie so ein Dulli da stand, der noch nie in seinem Leben ein Schwert in der Hand hatte. Ich mach mal kurz clear, damit man ein bisschen was sieht hier. Du bist mir zugeteilt, ne? Rekrut Argo. Oder wer war das? Nee, Droga war das doch, oder? Ich weiß gerade gar nicht, wer gesagt hatte, der auf mich aufpassen soll. Ja, von hier aus kommt man relativ schnell zum Sonnenkreis. Stimmt eigentlich. Von hier aus kommt man ziemlich zügig zum Sonnenkreis sogar. Es ist mir in Gothic 2 nur immer nie so bewusst, weil... Ach, wird den getötet. Oh, shit. Es ist mir in Gothic 2 nur immer nie so bewusst, weil... Oh, shit. Weil man ja nie so normalerweise hier so lang geht, weil ja immer gefährliche Viecher hier sind. Aber tatsächlich macht man hier ziemlich schnell einen Weg zum Sonnenkreis. Das geht von hier aus wirklich ziemlich flott. Was geht denn mit der Armbrust von diesem Kollegen hier? Vom Zerktes. Die Armbrust hat so eine automatische Armbrust, die die ganze Zeit selber schießt. Und die kann er nicht ausschalten. Die hat einen Wackelkontakt. Die schießt einfach die ganze Zeit, auch wenn da kein Bolzen drin ist. Wäre schon ziemlich cool irgendwie. Tja, was... Das Event verläuft nach einem ganz anderen Maßstab. Ich hatte... Bald geht sie unter, dann sind die Wälder besonders tückisch. Die Sonne meint er. Das ist zum Beispiel sehr interessant. Ich hatte jetzt nicht damit gedacht, dass wir zum Sonnenkreis gehen. Ich hatte jetzt eher vermutet, dass wir Richtung Pass gehen. Agota bleibt wachsam. Er sieht sich immer wieder um. Jetzt würde mich mal kurz interessieren. 135 sind es, krass. 61 auf Kurin ist 74 im Minta. Bitte, Alexandril schaut gen Argotar. Bruder, sei uns ein Licht. Ich habe nichts zum Anzünden. Rekrut Argo. Interessant, Argotar und Argo gibt's. Rekrut Argo ist schon ganz gespannt, was gleich am Sonnenkreis passieren wird. Ist das nicht ein Meta-Emote? Oh, da sind die Minecrawler in der Mine. Das ist noch nicht der Sonnenkreis, das ist ja nur das Mausoleum, wo man mit Laris in Gothic 2 hingeht. Die Zugbrücke des Klosters hebt sich, die Tore fallen laut in den Rahmen. Gawain hat seinen Posten verlassen und sich in das Kloster zurückgezogen. Die Zugbrücke des Klosters hebt sich. Ah, okay, die Tore fallen laut in den Rahmen. Okay, also die haben die Tür zugemacht im Kloster. Ich bin mal hier schön kampfbereit. Das sieht mir alles nicht so safe aus, wenn ich mir das mal angucke. Oh! Ich glaube, es kann sein, dass ich gerade ein paar Lags habe oder so. Ich würde da mal kurz fix mich mal. Aber ich habe gerade schon... Ja, es sind Lags. Okay, gut. Bis dann liegt es nicht an mir. Okay. Alles klar, die Wölfe sind gerade ein bisschen wild. Jetzt laufe ich, ohne dass ich laufe. Okay, musst du erst die Waffe wegstecken, alles klar. Da hinten sind welche! Stimmt, da vorne steht jemand. Ist keiner von unseren, oder? Die kommende Menschenmenge der Stadt umgibt ein beklemmendes Gefühl. Luwin atmet tief durch. Okay, alle machen jetzt einen Wurf, dann mache ich jetzt auch einen Wurf. Da, dieses Gefühl. Mi merkt nicht mal das warme Wetter. Das musste ich emoten, weil ich habe eine 1 gewürfelt. Ich merke gerade gar nichts mehr. Scheiße, nun ist es dunkel. Das gefällt mir gar nicht in der Gegend.
Gott, jetzt wird so viel Morse, ich kann das gar nicht alles vorlesen. Da ist einer der Feinde, ich lag richtig. Scheiße. Hier stimmt etwas nicht, wirft alles von sich ab und ist fokussiert. Rekrut Argo atmet durch, Ritter Alexandrill deutet gen Wald ran. Verflucht, wer? Gefreiter Finn überkommt ein mulmiges Gefühl. Ich lässt sich aber nicht davon ablenken und bleibt wachsam. Bereit machen! Befragen, wenn möglich, sonst töten. Befragen, wenn möglich, ansonsten töten. Das stelle ich mir ganz super vor. Tschüss! Die Rüstung, wenn ich das von der Ferne jetzt hier richtig sehe, dann ist das eine Rüstung aus Acholos auch, von der Wolfshöhle, von den Wolfssöhnen. Achtung! Feuer erwidern! Zum Angriff! Das ist doch garantiert eine Falle. Ehrlich gesagt will ich da jetzt nicht direkt in der ersten Linie reinrennen. Umgebung sichern! Da oben! Die Treppe rauf, Treppe rauf. Treppe rauf. Die Treppe rauf ist jemand. Bleib zurück, Baron. Du gibst mir keine Befehle. Wer war das? Heinrich Edwards. Ach, da vorne, der hier ist. Nee, der hier ist. Ach, er ist es, der Aragorn-Dude. Lord Agatha Lauder, in das rechtschaffende Licht meines Herren. Was wollt ihr hier? Hauptmann Ogi von Eichmart. Was sind das für Männer? Ritter Alexandrill legt eine Klinge an den Hals des Mannes. Boah, das sieht cool aus, das muss ich mir kurz angucken, ja. Sprecht, Gesindel! Dreckiges Pack! Richtig ausrasten. Mist, ich kann irgendwie nicht in First Person, warum nicht? Ah, jetzt. Boah, das sieht cool aus. Ja, ja, ich hab's schon. Ich bin richtig gelegen. Das sind die Rüstungen aus der Wolfshöhle aus Acholos. Aber halt anders umgefärbt. Ein Eventler da? Fragezeichen. Oh, ich würde es mir lieber so hier angucken, ehrlich gesagt. Boah, das sieht geil aus. Die Agutar mit seinem. Yo, zieh die Armbrust, Bruder. Jawoll. Der Penner redet nicht. Er kippt halt einfach random um. Die Frau der Xerxes schwenkt seinen Kopf immer zu flüchtig zum Geschehen, während er die Treppe nicht aus den Augen lässt. Wartet noch. Da oben ist was auf jeden Fall. Boah, ich bin so gespannt, was gerade am Hof abgeht. Oder am Pass oder so. Wir stürmen! Tötet sie alle! Für den König! Oh, da oben. Geht's noch weiter. Ich muss das hier genau dokumentieren. Was hier passiert. Ich kämpfe jetzt nicht mit oder so, weil es ist offenbar so laggy gerade. Aber ich werde hier beistehen. Abstechen! Ach du Scheiße. Ich töte den jetzt nicht, weil ich überlasse das den anderen. Ah, ich hoffe, in der Mine ist nichts. Das sah aus wie ein Untoter. Komm, ich gehe da jetzt mit hoch. Ich muss sehen, was jetzt hier passiert. Fühlt sich so an, als ob wir hier eine Burg erstürmen würden. Oh shit! Der ganze Wald ist abgefackelt des Todes. Ach du Scheiße. Ich glaube nicht, dass das vor dem Update hier so aussah. Ich glaube, also gut, ich weiß es nicht. Aber können wir vorstellen, dass dieser abgebrannte Wald jetzt durch das Update gekommen ist. Und durch das Barrieren-Event jetzt sozusagen. Da ist eine Achtung. Wie sieht das
karge Ödland. Bei Innos. Bei Innos. Immer dieses durch die Wand ballern. Cry. Das ist ein Waage. Da habe ich auch ein bisschen Schiss vor, muss ich sagen. Oh, da hinten ist ein Bluthund. Ui. Da hinten sehe ich einen Razor. Ach du Scheiße. Oh shit. Agotar seufzt erleichtert aus. Darin betritt den Server. Hallo Darin. Vielleicht ein bisschen zu spät, aber nicht so. In der Stadt ist jetzt, glaube ich, auch ein bisschen Panik. Hat Blut an der Klinge und ein paar Schnittwunden. Fähnrich Malik, Ritter Alexandril runzelt die Stirn. Woher kam dieses Licht, wenn nicht von hier? Hauptmann Okin Reichmar blickt hinauf zur Banditenfestung. Ist da noch jemand? Was für eine Banditenfestung? Ich sehe keine Festung. Okay, vielleicht ist im RP hier irgendwo eine, aber ich sehe keine. Die konnten kämpfen. Gut, zu gut. Gefällt mir nicht. Fenrich Edwards Schwert rief vor Blut, Ritter Alexandril würde Okin und Agotar zu sich winken. Lord Agotar, das Minimum an Valdemars Männern, sie werden uns keinen Einlass gewähren. Ritter Alexandril würde die Stimme senken. Gefreiter Xerxes. Hier habe ich ja einiges verpasst. Hier sieht es übel aus. Ich sehe keine Banditenfestung, das ist jetzt halt so ein bisschen das Ding. Vielleicht den Weg hier weiter hoch, wo es dann quasi Richtung Schwarzer Troll geht. Vielleicht dort. Umgebung sichern! Na, das gilt ja wohl nicht von mir, für mich. Schätze ich mal. Lord Agotar winkt den Baron zu sich. Hätte ich jetzt auch gemacht, ich wäre jetzt auch hierher gekommen. Hätte die Umgebung nicht gesichert. Blau-Violett zucken die Blitze bei der Pyramide in den Himmel. Kurz stärker, dann wieder wie vorher. Die Erde in der Nähe der Pyramiden im Minental sowie in Korinnes bebt. Mein Lord schwankt aufgrund des Bebens. Seht! Ritter Alexander seufzt. Ich dachte es mir. Oder das Pyramidental. Das kommt aus der Richtung der Pyramiden, ohne entschwankte aufgrund des Bebens. Da, wo? Sagst du Stahlpolster klappern. Du hast recht, das Pyramidental. Sehr sicher. Die Blitze kamen von dort. Der Kurt Argo hörte etwas. Weiter! Der Bluthund da macht mir gerade ein bisschen Sorgen, muss ich sagen. Ich renne da jetzt nicht als erster rein, muss ich ganz ehrlich sein. Oh, das sind ja auch noch Waage. Die Viecher sind mir leider gerade ein bisschen zu buggy. Zu laggy unterwegs, deshalb. Will ich da jetzt nicht als erster unbedingt reinrennen. Weil wenn ich jetzt hier irgendjemanden hitte, den ich nicht hitten will, dann wird's mir leid tun. Vor uns! Da ist einer wieder! Sagt Fenrich Malek. Angriff! Für den König! Jetzt so 10 Mann auf eine Person zurennen. Das ist einfach geil. So, der hatte gar keine Chance, der Bruder. Okay, hier sind schon. Viecher sind hier schon tot. Da ist der nächste! Schießt! Da vorne! Sollte hier irgendwo die Banditenfestung von diesem von Valdemar sein? Oder Valdemar von Falkenstein hieß er, glaube ich. Das sind nur ein paar Goblins. Bleib mal in Agotars Nähe. Oben ist hochkonzentriert. Daher ermute ich jetzt nicht so viel, weil ich mich gerade aufs Geschehen konzentriere. Schießt! Davon hast du das hatte ich schon. Vorwärts, die Zeit drängt. Steckt ein. Schützen!
Langsam sind die Jungs geschwächt, wollte ich nur erwähnen. Wie wieder alle gehen, so ein Einzelkämpfer. Die Geschwächten sollen mal irgendwie was essen oder Heiltränke konsumieren oder sowas. Im Roleplay natürlich. Ist hier irgendwo eine Banditenfestung? Oder ich weiß nicht, ich versteife mich gerade irgendwie super hart auf dieses Ding mit der Banditenfestung. Aber ich weiß gerade nicht, was damit gemeint sein könnte. Da ist die nächste. Einzelne Wache. Ja, warum schießen denn nicht alle auf den einfach? Ich sehe keine Festung hier. Oder sehe ich hier eine Festung? Nee. Auch in den Bergen sehe ich keine Festung. Keine Gnade, Männer. Ja, diese lächerlichen Scavenger. Kann ich auch noch platt machen. Weißt du, da schießen sie alle mit ihrer Armbrust drauf. Krass aber, wie viel der Scavenger anscheinend ausgehalten hat. Oder die Armbrüste sind relativ weak. Die sehen nur krass aus, aber sind wahrscheinlich relativ schwach. Das könnte sein. Immerhin einen Snapper habe ich schon mal getötet auf dem Weg hierher. Und ich habe einmal so einen Soldaten geschlagen. Also ganz nutzlos war ich jetzt hier nicht. Das möchte ich mal kurz erwähnt haben. Da hinten würde sich eigentlich super eine Festung anbieten. Da in dem Pass drin. Da den Weg lang, wo quasi diese Höhle in Gothic 2 ist, wo man den leeren Runenstein findet. Da würde sich das eigentlich super anbieten. Da so eine geheime Festung in den Bergen. Da brennt Feuer, das ist merkwürdig. So ein Jägerlager oder Holzfällerlager anscheinend. Schöne Gegend hier. Ja. Ich hau ab. Ja, wer auch immer das gesagt hat. Keine Ahnung. Aber auch cool, wie wir jetzt hier durch den Wald pirschen quasi. Das hat schon was. Der ganze Tross marschiert. Da vorne sind zwei. Komm, ich muss doch irgendwas jetzt auch mal leisten. Hier, komm, ich geh jetzt mal hin. Und schlag da auch mal einen mit zusammen jetzt hier. Das kann ja nicht wahr sein, dass ich hier nichts gemacht habe die ganze Zeit. Ich weiß halt nicht, wie es am Morden funktioniert, deshalb lasse ich das mal. Mi hat einen umgelegt. Ach, shit. Slash. Mi hat einen umgelegt. Haltet ein, streitet der Flut. Haltet ein, wir wollen kein Blut vergießen. Wer hat das gesagt? Tja. Sagt Fenrich Malek. Oh, das Tal der Pyramiden. Hui. Oh, da oben sehe ich was. Uiuiui. Mein Lord, seht. Viele von den Scheißern. Mir hat nur abwertende Blicke für diese Feinde der Krone übrig. Allesamt schwer bewaffnet. Gut bewacht der Laden. Geht auf die Knie und atmet kurz durch. Lord Luwin hat nur abwertende Blicke für diese Feinde der Krone übrig. Was zum Grüße, Werte ab. Oh. Ja. Oh shit. Verdutzt, aber erleichtert. Abt Wotan an. Was zum Grüße. Das sich drehende Ding. Wir wissen, dass, was ihr tut. Bei Innos, wir werden das nicht zulassen, ruft Lord Agotha.
abrudern. Verzeiht, eine Gruppe Magier-Novizen sollten noch eintreffen. Oh, das heißt, jetzt gibt es gleich eine große Schlacht. Also wenn jetzt hier noch eine Gruppe Magier und Novizen noch dazukommt. Alter Schwede, das sind jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mit mir 8, 9, 10, 11, 12, 13 Männer sind wir jetzt schon hier. Und wenn jetzt noch eine Gruppe Magier und Novizen dazukommt, dann sind wir so 15 bis 20 Leute vielleicht. Alter Schwede. 136 Spieler. Uiuiui. 62 auf Corinus, 74 Minta. So, Dagota ruft. Ergebt euch und stellt euch dem Urteil Innos. Streiter. Es ist bald vorbei. Dann habt ihr es geschafft. Ich weiß jetzt nicht, welcher Streiter von, also was damit jetzt gemeint ist. Enzio kann sich, Brigandier Enzio kann nichts erkennen. Wäre so richtig böse, wenn wir jetzt von hinten von zwei Seiten irgendwie angegriffen werden würden. Da wären wir jetzt hier ganz schön am Arsch. Oh, da unten sind drei Stück noch. Da drüben sind auch nochmal drei. Fenrich Malik schaut abwertend und gleichzeitig einschätzend zur Pyramide. Wie kann man denn abwertend und gleichzeitig einschätzend zur Pyramide gucken? Ja doch, ich kann es mir ungefähr vorstellen. Es ist heiß. Mir schwitzt in der Hitze. So, Luwin schwitzt in der Hitze. Fenrich Edwards steckt sein Schwert in Spitze in den Boden und trinkt einen Schluck Wasser. Kann mit dem Schwert gezogen nicht in First Person gehen, deshalb müssen wir das jetzt mehr so überblicken. Dodagota ruft, euer Gerede ergibt keinen Sinn, ergebt euch oder werdet gerichtet im Namen Innos, meines Herren. Ach so, Streiter, es ist bald vorbei, ihr habt es geschafft. Dann habt ihr es geschafft. Das hat, glaube ich, einer von denen dort hier jetzt hier rübergerufen. Glaube ich. Oh, ich glaube, ich habe hart Durst, sehe ich gerade. Mein Wassertropfen ist rot. Kaffee hier? Nee, ja. Der Kaffee ist alle. Jetzt Alexandre brummt und steckt die Waffe weg. Was? Feigling. Deserteur. Boah, Leute, es waren heute mal wieder 30 Grad nach längerem mal wieder. Das ist echt unangenehm, muss ich sagen. Die letzten zwei Wochen waren so schön angenehm, 20 Grad und Regen. War richtig schön die letzten zweieinhalb Wochen, aber jetzt, heute waren mal wieder so 30 Grad. Das ist unnötig gewesen, sag ich mal, wie es ist. Abwotan, sind noch weitere Kräfte am Eingang? Wir wollen kein Blut vergießen, haltet ein! Ihr wisst, dass es keinen zurückgeben wird. Streiter der Flut. Mi konzentriert sich nur die Pyramidenspitze. Ritter Alexandre schockt den Wotan, wir kamen erst an. Brigadier. Ah, guck mal, der sitzt jetzt. Heißt der Brigadier Xerxes und nicht mehr Rekrut oder was er vorher war. Vorher stand was anderes vor seinem Namen. Jetzt heißt er Brigadier. Streiter der Flut. Mhm. Oh, ich mag die Arkana-Musik. Schon länger nicht mehr gehört. Ich lehne mich auch gerade so ein bisschen zurück und genieße es hier einfach nur. Ah, ist das schön. Dagota zum Abrüber. Habt ihr eine Idee? Wie leise. Zu sich selbst. Zurück. Was meint der damit? Hauptmann Okid von Eichenbart schnaubt. Fanatisches Gelaber.
Die wollen uns nur hinhalten. Miliz, macht euch bereit zum Angriff. Digga, der NCO knirscht in den Zähnen. Der will doch nur Zeit schinden. Sehe ich genauso. Ich glaube, der will wirklich nur Zeit schinden. Wir sollten angreifen. Greifen und ihr unheiliges Treiben unterbinden. Wir sollten angreifen und ihr unheiliges Treiben unterbinden. Der Hauptmann hat recht. Sie hatten ihre Chance. Der gute Argo schaut sich die drehende Sphäre auf der Miramide-Pyramide an. Ja, wir müssen angreifen. Wenn wir da jetzt länger warten, dann... Ich glaube auch, dass das eher eine Hinhaltetaktik war. Oh. Das sind vier. Gut gerüstete Jungs. Pff. Oh, Abwurteil, jetzt geht's los. Oh weh, ach du. Bereit machen! Halb so wild. Boah, wie wir jetzt hier in Angriffslinie stehen. Geil, Alter. Müsste noch einer ein Horn blasen und dann geht's ab. Für Verhandlungen ist es zu spät. Für Innos zum Angriff! Ja, wenn er ab den Angriff gibt. Ist minimal am Legen oder so. So, sehr schön. Einen habe ich umgeboxt. Hahaha. Ich habe meinen Soll gefüllt. I'm doing my part. Stellt diese eine Soldatin da. In dieser random. Ach, da haben sie eine Mauer gebaut, ich verstehe. Diese eine Soldatin da in dieser random Armee. Ich weiß gar nicht, was das aus. Wo das war. Ich kenne das nur aus einem Meme. Und die zeigt dann so einen Daumen in die Kamera so: I'm doing my part. So komme ich mir mit Luwin auch gerade so ein bisschen vor. I'm doing my part. So, kurzes Stoßgebet zu Innos. Kurz markieren. Oh, wen haben wir denn hier? Halt! Großbauer Ruka, Fenrich Edwards, der Hof. Der Hof ist gegenüber. Ach, da ist auch diese Alicia wieder. Interessant. Winken, hä? Hä? Ach, der Hof ist das. Bringe die Enzio, Logan. Winkt den anderen zu, Lord Argutar. Jetzt winken wir uns erstmal gegenseitig. Lennox winkt zurück. Ja, das wäre cool, wenn wir uns jetzt hier vereinen könnten und dann gemeinsam jetzt hier die Pyramide stürmen. Das wäre ja super geil. Ihr werdet noch bereuen, was ihr treibt. Macht euch nicht noch mehr Feinde, als ihr aushalten könnt. Ich sag mal so, mit der vereinten Kraft des Hofes könnten wir jetzt eine Allianz schmieden und dann hier diese Pyramide stürmen und dieses Treiben beenden, vielleicht. Ich glaube nicht, dass wir jetzt mit dem Hof kämpfen werden oder gegen den Hof kämpfen werden, das wäre ziemlich dumm. Zumal da auch ein Feuermagier, ich glaube Meister Hallert ist ja auch dort. Und diese Alicia und ich glaube vielleicht auch Faust ist vielleicht auch dort. Fenrich Edwards, dreht den Banditen nicht den Rücken zu, zur Miliz. Ja, es ruft. Zurzeit sehe ich hier nur Freunde und Penner, die zum 20. Mal dasselbe labern. Keron, mindestens 10 Mann, nah am Eingang, gut ausgerüstet. Also Vorsicht, die haben einen dicken Schlag drauf. Großbau Rukat ruft zu den Leuten auf der anderen Seite. Aufpassen, da sind eine Menge Schützen. Liegen die Enzio. Nein, sieh mal einer an. Parsival. Zwei Pfeile schießen jeweils an den Füßen beider Gruppen und der Streiter ruft. Haltet ein! Wotan, für. Wir müssen unterbinden, was hier passiert. Lord Argutar ruft. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Zum Angriff! Für den König! Okay. Das ist gerade ein bisschen am Lägen. Und der Hof, der hält sich einfach zurück. Feiglinge. Verbindung unterbrochen. Versuche es wieder zu verbinden. Alles klar. Ich glaube, hier hat gerade jeder ein Disconnect, schätze ich mal. Das ist einfach gerade vielleicht doch ein bisschen zu viel. Verbindung zum Server verloren. Gut, dann pausiere ich mal kurz hier auf. So, weiter geht's. Ich bin gerade rausgeflogen, aber es laggt wohl gerade ziemlich. Ritter Alexandrie geht im Pfeilhagel zu Boden. Blöderweise
habe ich gerade wohl mit das Wichtigste verpasst, nämlich den Ansturm auf dieses Tal hier. Sehr, sehr ärgerlich. Na, guck mal, Meister Caleb, den treffe ich jetzt auch mal hier in der Schlacht. Gehört er da oben zu uns? Schätze ich mal. Okay, das sollte ich ihm jetzt nicht zurennen. Jetzt kämpft Bande und Stadtwache vereint gegen den gemeinsamen Feind. Sehr cool. Sehr cool. Boah, da oben geht's ab, Junge. Oh, Alter, wie viele hier tot liegen, ey. Ich glaube, wir haben ein paar Verluste, so wie ich das einschätze. Ich will jetzt nicht zu sehr alleine da rein chargen. Ich will jetzt nicht zu hart einen auf Leroy Jenkins machen. Ich will noch kurz warten. Vorwärts, stürmt die Pyramide. Lost. Okay. Ich gehe da jetzt nicht rein, Digga. Ist mir zu gefährlich. Alter, was auch immer das für ein Text sein mag. Für einen Moment, der sich wie ewig anfühlt, bricht die komplette Stille im Minental ein. Die Luft wirkt wie eingefroren. Für einen Moment lang scheint nichts mehr zu bewegen. Laut Donnern erklingt das gesamte die Barriere, blitzt hell auf aus dem Tal. Im Minental stößt eine geballte magische Energie aus in alle Richtungen hervor und kollidiert mit der Barriere. Alle Bewohner des Minentals spüren diese Energie und manche mögen sogar von den Füßen gestoßen werden. Selbst die Bewohner von Kurinus überkommt ein komisches Gefühl. Vor allem magiebegabte Charaktere spüren diese gewaltige Energie, jene, die sich im Schauspiel von Blitzen, Farben und Lichtern jene, die sich im Minental befinden, werden für einen Moment lang handlungsunfähig. Am Himmel ergibt sich den Bewohnern des Minentals ein Schauspiel von Blitzen, Farben und Lichtern. Selbst auf Kurinus kann dieses Schauspiel am Himmel beobachtet werden. Das Schauspiel hält für einen längeren Moment an und plötzlich beginnt die Barriere vor den Augen der Beobachter in sich einzufallen. Sie löst sich wortwörtlich nach und nach in einem raschen Tempo auf. Magische Partikel füllen den Himmel für einen längeren Moment, bevor diese auch verschwinden und schließlich ist sie weg. Die Barriere ist gefallen. Der Lagotakan gerade so standhalten. Ich mach da jetzt mal keinen Magiewurf drauf, weil ich bin jetzt absolut null magisch begabt, deshalb tue ich jetzt mal nicht so, als ob ich jetzt hier übel krass weggeflext werden würde von der ganzen Sache. Mi ist einfach nur sprachlos. Es geschieht. Bei Innos, die Barriere, ich spüre sie nicht mehr. Wer ist er hier? Keron. Spannende Rüstung, die hat. Geil, Alter. Genau so eine Rüstung hätte ich auch gerne, Mann, in Zivil. So, nur mit meinem Wappen mal vorne drauf. Söldnerchef Carlito schaut zu Wotan und zieht eine Braue hoch. Adept Daron reibt sich intensiv den Nacken. Oh, nein. Sammelt euch! Verlegt zum Pass! Jetzt! Das ist überhaupt nicht... Alter, wer ist denn da so runtergejumpt? Alle zum Pass jetzt, okay. Wer ist er denn hier? Großbauer Rukard, Junge, was hat der für eine geile Rüstung an? Ich halte mich an Lord Agotar. Was ist passiert? Wo ist die Barriere? Meister Alad verzieht das Gesicht, das ist überhaupt nicht gut. Achso, das habe ich gerade schon gesagt. Das war also ihr Ziel. Ich habe wohl versagt. Zum Pass! Edwards hebt die Hand gegen Magier. Wie gesagt, ich folge Agotar, ich werde jetzt hier nicht... Wir können ja jetzt nicht die ganzen Verletzten mitnehmen zum Pass, das geht ja nicht. Ein paar müssen wahrscheinlich zurückbleiben. Bring die Verwundeten in Sicherheit! Ich folge einfach Agotar. Bande, zusammenbleiben! Jo. Guck mal, da ist ein harmloser Held. Zum Pass! Wer sind denn die Löhner hier, Alter? Okay, aber der Weg sollte ja jetzt eigentlich frei sein. Dementsprechend... Mann, ist so ärgerlich, dass ich jetzt einen Disconnect hatte, als die Schlacht jetzt an der Pyramide begann und ich nur die Hälfte jetzt mitbekommen habe. Das ärgert mich ein bisschen.
wie einfach keiner mitkommt. Okay. Ein paar... Okay, es ist ein bisschen verteilt. Wer ist er hier? Wer ist er hier? Irgendwie werden mir keine Namen mehr angezeigt. Ich habe aber nicht schon wieder ein Disconnect, oder? Meister Caleb, bitte wer ist das? Okay. Bitte wer? Bitte? Bitte wer? Das ist gerade so am Längen. Es sind so viele Spieler online. Das ist unglaublich. Ich folge den jetzt mal, weil... Okay. Irgendwelche Chat-Commands, genau gar nicht mehr. Es ist so unfassbar viel. 137 sind auf dem Server. 59 auf Grünes, 78 Minental. Das ist so heftig. Das sind so heftige Zahlen, Mann. Wenn ich mir überlege, zur Hochzeit damals bei StrafKönig Online, wo ich damals sehr intensiv StrafKönig Online gespielt habe, da war es absolut insane, wenn 78 Menschen online waren. Das war absolut heftig. Und hier sind es aber nochmal plus 60 Leute, die auf Kurine sind. Das ist absolut geisteskrank, diese Spielerzahl. 137 ist insane. Ich folge dem Caleb jetzt einfach mal. Das Gefühl, die... Ach, das Laggen ist aber gerade so krass. Ich weiß nicht, ob es Sinn macht, ob ich mal kurz Fix Me mache oder so. Keine Ahnung. Ich glaube, ich mache mal kurz Fix Me, weil vielleicht hilft das ja. Okay, Fix Me hat nicht geholfen. Ich warte jetzt mal auf den Soldaten hier. Wir haben uns halt so hart voneinander getrennt. Jetzt werde ich erst gefixt. Okay, alles klar, danke. Nice. Okay, ich folge den jetzt einfach mal hier. Oder ich gehe mal mit denen hier zusammen mit. Das ist natürlich ein bisschen doof. Dass wir jetzt halt so hart getrennt sind. Oh Mann. Okay, ich würde sagen, ich beende mal die Folge an dieser Stelle hier. Und in der nächsten Folge sehen wir uns womöglich dann am Pass wieder. Vielen Dank fürs Zusehen, macht's gut, bleibt gesund und ciao.